Oh, jetzt einmal nachzählen. Eins, zwei, da fehlt eine junge Dame. Wir hatten eigentlich alle drei hier erhofft, sage ich mal. Sanneke ist noch beim Arbeiten. Da ist jemand ausgefallen. Sanneke musste einspringen. Die gibt aber Vollgas. Wenn sie es schafft, kommt sie noch zu uns. Ansonsten bin ich schon mal sehr, sehr happy. Semike ist bei uns und na klar, Sönke. Hallo ihr zwei. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und bevor wir sagen, was wir hier machen, und wir wollen natürlich eine ganze Menge plaudern, wir sitzen übrigens hier in einer sehr gemütlichen Reithalle in der Ecke. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ich lege mich hier so ein bisschen zurück und Sönke reiht den Cosmo ein bisschen und ich fange so ein bisschen an zu fachsimpeln. Nee, das würde ich mir nie rausnehmen, um Gottes Willen. Aber bevor wir hier jetzt richtig losreden, eine Bitte an euch. Ich sage jetzt so einfach, das ist Semike, das ist Sönke, das ist falsch. Denn die Namen allein sind schon ein kleines Erlebnis. Semike, fang doch mal an. Wie heißt du denn wirklich? Also mein voller Name ist Semike Sydney Marcella Adriane Helene Rothenberger. Ja. Da hat aber natürlich auch jeder Name so seine Bedeutung. Also Semike ist einfach mein Vorname, für den sich meine Eltern schlussendlich entschieden haben. Und dann Sydney war eine Idee, die sie sehr schön fanden, aber da alle Kinder mit S anfangen und mit KE aufhören, war dann Sydney natürlich am Ende, fehlte das KE. Und auch, weil damals die Olympischen Spiele... Ja, richtig. Richtig auch. Aber ich meine, das fanden sie... Das ist, weil mein Patenonkel Mark heißt und dann ist so die weibliche Form davon Marcella. Adriane ist, meine Patentante heißt Adi und mein Opa aus Holland hieß Adri, deswegen Adriane. Und Helene war damals von der Familie und ja, eine ganz wichtige Person für meine Eltern und deswegen so nochmal Helene. Gut, das ist ja, aber du unterschreibst mit Semike, ja, oder? Ja, das macht die Sache etwas einfacher. Sönke, wie ist es bei dir? Also mein voller Name ist Sönke Sven Günther Adrian Rothenberger. Auch ich glaube, das können wir sogar selbst erklären. Das ist einfacher. Selbst, ja, also ich mache es einfach nochmal, ich erkläre es euch nochmal. Ja, gerne. Also mein Vater heißt Sven. Sven Günther eigentlich, mit Bindestrich. Aber also mein Vater ist Sven, mein Großvater väterlicherseits heißt Günther, mein Großvater mütterlicherseits heißt Adrian. Das ist relativ einfach, ja. Wir dürfen aber hoffentlich trotzdem weiter Semike und Sönke, oder ihr da werdet ja auch gerne abgekürzt. Du bist eigentlich mehr Sammy, ne? Ja. Und ich bin Sönke. Ich wollte jetzt auch nicht Sönki draus machen. Sönke, ja. Ich wollte mal ganz unkompliziert einsteigen. Gut, das war jetzt fast schon etwas komplizierter. Wir machen es jetzt mal ganz einfach. Normalerweise kommt ja gern die Frage, wie beschreibt ihr euch? Wie empfindet ihr euch? Was seid ihr für Typen? Ich finde es immer schwer zu antworten. Es fällt auch vielen Leuten schwer. Deswegen machen wir es einfach andersrum. Semike, sag uns doch bitte mal, Sönke, was ist das für ein Typ? Wie ist der drauf? Was findest du vielleicht witzig an ihm? Was nervt dich? Also wir sind unter uns. Er hört auch nicht zu. Ich würde sagen, Sönke ist für mich natürlich auch, wenn man sich mal zankt oder so, schon der perfekt große Bruder. Die 20 Euro gibt es danach. Wir dachten uns, dass die Frage kommt. Also. Nein, Spaß beiseite, das stimmt wirklich. Klar, wie es unter Geschwistern ist, dann zankt man sich auch mal, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich. Sönke ist, würde ich sagen, abenteuerlustig, manchmal auch sehr chaotisch, aber das macht ihn, glaube ich, auch so besonders, weil er manchmal von heute auf morgen einfach eine verrückte Idee hat. Aber gib uns ein Beispiel. Ich weiß nicht, also zum Beispiel, wir beiden sind dann von heute auf morgen losgefahren, haben dann zwei Minischweine in Berlin gekauft, also oder solche Sachen halt. Das war nicht meine Idee. Ich wurde genötigt, den Fahrer zu spielen, ja. Wir haben zum Beispiel eine Hühnerzucht oder sowas angefangen. Also solche Sachen zum Beispiel, das sind halt immer so chaotische Ideen. Ja. Aber das ist halt, das hält ihn frisch und das macht immer Spaß, wenn man bei ihm dann daneben oder dabei ist. Und ja, das macht dann immer Spaß. Die Minischweine, die sind ja aber tatsächlich hier, oder? Ja, die sind oben bei uns im Turm, sage ich mal. Das ist so ein Gästehaus und darunter sind dann unsere Minischweine. Aber die Absprache war, ich habe gesagt, ich fahre nur mit nach Berlin, weil also ich bin mir sicher, dass es in der Umgebung hier von Frankfurt auch bestimmt noch andere Minischweinezüchter gibt. Man muss da jetzt nicht unbedingt den ganzen Weg nach Berlin fahren. Aber die Absprache war, dass sie die Schweine erzieht, so dass die auch hinter ihr herlaufen würden, weil das finde ich dann schon witzig, wenn sie mal hier so eine Runde dreht um Stall
Und die Schweinchen laufen hinterher. Und es geht tatsächlich jetzt ganz gut. Also ja. Das funktioniert schon. Also wir haben fleißig geübt. Ich kann die Schweine jetzt schon hochheben. Also das hat am Anfang gedauert, weil die natürlich so quietschen und so. Ja. Aber Sönke hat gesagt, das musst du immer weiter üben. Dafür sind wir bis nach Berlin gefahren. Also habe ich weiter geübt und jetzt kann ich sie hochheben. Und die laufen hinterher. Die können wir auch hier freilassen. Und ja. Und die bleiben auch wirklich echt klein. Also bis jetzt. Ja, das sind wirklich richtige Mikroschweine. Deswegen sind wir ja nach Berlin gefahren, weil ich extra gegoogelt habe, wo sind Schweine, die wirklich klein bleiben. Weil manchmal. Und Mikro heißt jetzt aber doch etwas mehr als Handtellergröße. Ja, die sind so. Und heißen? Nala und Pumba. Und sind das jetzt Herrn Männlein und Weiblein und werden da mal mehr draus? Nee, Pumba ist schon kastriert. Ach so, das kann nicht mehr funktionieren. Okay. Und das haben wir auch dazu gelernt, dass es am besten ist, wir haben immer eigentlich zwei Schweine gehabt, weil wir eigentlich Essensreste nie wegwerfen und die an den Schweinen verfüttern. Und das ist eine super Verwertung der Essensreste. Die freuen sich auch immer. Und dann hatten wir aber schon, dass die Generation davor haben sich schon manchmal untereinander gezankt, weil es immer zwei Weibchen waren. Und haben wir jetzt dazugelernt, man muss eigentlich eine Sau und einen Eber zusammenhalten, weil der Eber sich immer der Sau unterwirft. Und deshalb haben wir jetzt... Jetzt haben wir das schlau gemacht. Ich habe zwar erstmal zu der Züchterin, die hat mir versucht, das zu erklären, habe ich erstmal gesagt, halt bei uns hätte immer geklappt. Da haben wir gedacht, wir sind jetzt mal schlau und machen das so und das funktioniert super. Und das mit dem Unterwerfen der Eber, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Den wollen wir aber jetzt gar nicht weiter ausführen. Nein. Lieber nicht. Genau, ich lasse mich stehen. Sammy, worauf wir auf jeden Fall jetzt kommen, glaube ich mal so ganz frisch noch. Du kommst gerade aus Warendorf und darfst den Boden eigentlich kaum berühren beim Gehen. Stimmt das? Erzähl uns, wie waren deine Tage beim Preis der Besten? Also Preis der Besten war toll. Ich kann mich nicht beklagen. Wir haben beide Prüfungen gewonnen mit der Daisy und sind dann im Endeffekt auch Sieger, also insgesamt geworden. Natürlich ist Preis der Besten immer ein Turnier, wo man hin möchte, wenn man die Jugendturniere geht, weil das natürlich so der erste Punkt ist, also die erste Eurosichtung, wo man und dann sieht, wo man steht. Und wenn man dann das so abschließt, ist es natürlich immer ein tolles Gefühl. Aber andererseits war es natürlich auch ein bisschen mulmig, weil ich natürlich nur mit einem Pferd da war. Das ist natürlich ein bisschen was anderes für mich. Du hast sonst immer zwei und das ist so eine mulmig. Das ist ja ein witziger Ausdruck. Das heißt, das ist für dich schon so eine kleine Versicherung nach dem Motto, wenn es mit Daisy heute nicht so klappt, dann reißt Gesha es oder andersrum? Das natürlich auch. Aber ich würde sagen auch einfach, weil das für mich so, sag ich mal, das Team ist, sag ich mal, auch die Zweibeine, aber dann auch die Vierbeine alle dabei zu haben, dann lasse ich immer ungern einen sozusagen zu Hause, der dann traurig guckt, wenn der LKW losfährt. Und dann fühle ich mich immer gut, wenn das ganze Team komplett ist und alle dabei sind. Und Gesha konnte nicht mit, weil? Sie hat sich auf der Koppel, also wir haben sie von der Koppel geholt und dann muss sie sich irgendwo, können wir auch nicht genau sagen, irgendwo angehauen haben. Und es war halt einen Tag vor der Abfahrt. Und dann war das halt ein bisschen zu kurzfristig, um sie dann noch mitzunehmen. Und dann haben wir uns entschieden zum Wohle des Pferdes, dass wir lieber nur mit Daisy losfahren und das hat sich ja auch gezeigt, dass das trotzdem gut geklappt hat und ja. Die Schlussfolgerung ist jetzt aber nicht zu sagen, Mensch, wenn ich nur eine dabei habe, kann ich mich sogar noch mehr fokussieren. Also das ist nicht das Fazit, nee, ja? Also ich würde sagen, es war für mich ein ganz anderes Gefühl, weil normalerweise brauche ich das. Also ich hatte das Gefühl beim Preis der Besten, dass ich mich fast zu viel auf ein Pferd konzentriert habe. Also manchmal ist es auch gut, sich nicht so viele Gedanken zu machen und nicht zu überanalysieren. Also dann ist es manchmal auch gut, wenn man sagt, so der Ritt ist jetzt abgehakt, jetzt auf den nächsten konzentrieren. Also das ist dann schon eine andere, also Einstellung, die man dann dazu hat. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn wir sind vor lauter Schweinen gar nicht mehr dazu gekommen, dass Sönke was zu dir sagen kann. Stimmt, ist das typisch für Sammy, die etwas zu überanalysieren? Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber sie ist schon jemand, der sehr gewissenhaft ist, sich Gedanken macht und auch zielstrebig ist und natürlich auch am Ende auch erfolgsorientiert ist und natürlich auch auf Turnier fährt, nur wenn sie wirklich ein gutes Gefühl hat und auch natürlich alles dran setzt, um dann auch gut abzuschneiden. Ich glaube, das macht ihr alle, oder? Ja, doch. Sonst würde ich mich jetzt kurz wundern, um ehrlich zu sein. Ich denke, jeder fährt aufs Turnier, nur wenn er das Gefühl hat, dass wirklich zu Hause schon alles passt oder die meisten. Aber sie macht sich schon sehr viel Gedanken. Ihr wohnt hier ja alle noch auf dem Hof, also sehr eng beieinander. Ihr seid alle fünf absolut
Na, Pferde besessen will ich nicht sagen, das ist so negativ aber behaftet. Schon ein bisschen, kann man sagen? Okay, gut. Heißt das, also ich weiß, ihr esst auch oft miteinander, ihr redet, gibt es immer nur das Thema Pferd oder geht es auch manchmal um ganz andere Dinge? Motorradfahren, also, Schweine? Hauptsächlich, also das Gute bei uns ist in der Familie, dass wir, uns wird nie langweilig, wenn wir zusammen essen, weil wir auch wirklich immer ein Thema haben. Also wir sind pferdebegeistert und wir können uns über andere Ritte begeistern oder auch auf anderen, auf Turnieren, wenn man dann nicht selber am Start war, dass man dann die anderen Ritte analysiert und wir haben immer einer in der Runde, der vielleicht eine andere Meinung hat und darüber wird dann diskutiert und gesprochen und das, ja, das ist einfach schön, dass es nicht, sag ich jetzt mal, eine langweilige Angelegenheit wird mit uns, wenn wir alle am Tisch sitzen. Aber es gibt durchaus auch andere Themen, also neben den Pferden. Ja, auf jeden Fall. Wie zum Beispiel die Schweine jetzt. Ja. Ach, deswegen seid ihr nach Berlin gefahren. Ja. Und aber hauptsächlich sind es schon Pferde, weil uns Pferde einfach begeistern. Naja. Ja. Aber es können durchaus Springpferde, es kann durchaus eine super Runde von Michael Jung mit Sam sein. Also wir begeistern uns einfach für Pferde, auch Rennpferde, da kann man auch mal drüber sprechen, da sind wir jetzt nicht so fit, aber wenn American Pharoah Triple Crown gewinnt, dann ist das natürlich, das packt einen dann schon. Nice. Bin ich schon überfordert, ehrlich gesagt. Also okay. American Pharoah habe ich in meinem Leben noch nicht so gehört. Nee, um jetzt mal ja, da war ich jetzt von ausgegangen vom Kontext her. Ja, so. Sönke, jetzt waren wir gerade sportlich ganz kurz schon bei Sammy. Jetzt geht's ja bei dir so langsam auf die Zielgerade. Balve steht an, die deutsche Meisterschaft. Genau. Sag einmal ganz kurz, wie geht's euch? Wie ist die Marschrichtung? Ja, also uns geht's ganz gut. Also ich denke, der Cosmo hat in Hagen gezeigt, dass er frisch und munter ist. Ein bisschen zu viel vielleicht am ersten Sehr Tag. Sehr munter, ja. Genau. Im Spezial hat er, denke ich, wieder hat er gezeigt, dass eigentlich auf ihn Verlass ist und dass er immer eine gute... Ja, und das, da bin ich schon sehr froh drum, dass er das so abspielt dann direkt. Und jetzt ist natürlich, sind wir in der Vorbereitungsphase für Balve, für die deutschen Meisterschaften. Mhm. Die auch gleichzeitig dann als Qualifikation oder als Sichtung für Tryon, die Weltreiterspiele, zählen. Und das ist natürlich unser Ziel dieses Jahr. Und ja, da bereiten wir uns jetzt vor. Die kommenden Tage wird auch der Johnny oder Monika nochmal vorbeikommen. Mhm. Und nochmal schauen, ob die Pünktchen dann nochmal zu verfeinern und dass wir uns da nochmal ein bisschen nochmal verbessern. Und dann geht's nach Balve. Wenn man euch zuguckt, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber wenn man euch zuguckt und Cosmo kommt auf die Diagonale, dann fange ich schon manchmal an, so ein bisschen in den Sitz zu rutschen, weil das so diese Flugzeugnummer. Jetzt werden wir hier gefragt, war ja Facebook, eine Lieblingslektion von dir. Eine Lieblingslektion von mir? Also grundsätzlich ist es schon so, dass Piaf Passage, sowas macht natürlich enorm viel Spaß, wenn man ein Pferd hat wie Cosmo, der wirklich vom Boden wegfedert. Also jetzt bin ich aber gebügelt. Ich dachte, es kommt sofort, klar, starker Trab, abfliegen. Ja, auch, aber ich kann jetzt nicht eine Lektion raussuchen, die mir wirklich am meisten Spaß macht. Mit dem Pferd macht wirklich eigentlich alles Spaß, wenn man angaloppiert, die erste lange Seite antraben zu Hause, es macht mindestens genauso viel Spaß wie Trabverstärkung reiten. Dieses Pferd macht einfach Spaß zu reiten, ja. Rundum Vergnügen. Genau. Gibt sowas bei dir, Sammy? Sowas, was du sagst, oh ey, das könnte ich den ganzen Tag reiten? Ich glaube, ich bin da ähnlich wie Sönke. Also erstens hängt es auch vom Pferd ab, würde ich sagen. Mhm. Wo natürlich die Stärken vom Pferd liegen. Ich kann jetzt nicht sagen, Trabverstärkung ist bei jedem, bei mir das Highlight. Aber ja, ich würde sagen, generell bei den Pferden gibt es immer welche... Ja, also verschiedene Lektionen. Pirouetten zum Beispiel. Esha, wir hatten es ja gerade schon gesagt, hatte ein bisschen dickes Bein. Ist sie wieder fit? Da auch das wird hier gefragt. Das finde ich ganz süß übrigens. Wie geht's, Esha? Ja, vielen Dank für die Anteilnahme. Ja. Also Esha ist gut gelaunt und ja, wir hoffen mal, dass das dann alles wieder gut wird. Jetzt hast du ja zwei Stuten, die wirklich Kopf an Kopf beide top gezeigt schon haben, was sie können. Jetzt kommt so diese Frage, die du wahrscheinlich gar nicht magst. Ich mache es trotzdem, weil es einfach so viele wissen wollen. Wer ist denn nun der Liebling? Also ich weiß, jeder wird gerne Antwort hören, aber ich glaube, Eltern können auch nicht sagen, welches Kind das Lieblingskind ist. Unsere Eltern schon.
Nein, nein, das stimmt nicht. Also ich kann auch nicht sagen, wer mein Liebling ist. Ich würde sagen, beide haben einfach einen einzigartigen Charakter. Beide kämpfen für mich im Viereck. Sag mal, was sie so unterschiedlich macht. Die sind ja nicht nur in der Farbe unterschiedlich. Beide Rappen. Ja, aber nicht ein. Die Geisha ist doch diese rappiger, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also dunkler. Aber trotzdem sind sie sich sehr ähnlich. Beide klein und beide schwarz. Also vom Charakter unterschiedlich, würde ich sagen, Geisha hat schon so ein bisschen, wenn sie aufs Turnier kommt, so ein bisschen so ein Ego, würde ich sagen, so von wegen, hier bin ich und ich nehme dich jetzt mit. Und das war natürlich toll für mich am Anfang, es war ja mein erstes Großpferd, die hat mich schon so mitgezogen, hat schon gesagt, so jetzt helfe ich dir und jetzt, ja, hier bin ich. Mhm. Und die Daisy ist halt so eine ganz feine, elegante Tänzerin und da ist das halt im Viereck eine ganz andere Abstimmung, würde ich sagen. Das ist mehr so, dass ich ihr auch ein bisschen helfe und dass wir zusammen halt ein eingespieltes Team sind, bei der Geisha natürlich auch, aber vom Ego her ist das ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Also einmal ist, beim Tanzen würde man sagen, einmal führt Geisha und bei Daisy führst du? Nein, ich würde nicht sagen, ich führe nicht die Daisy, aber beide ziehen mich schon mit, weil es soll ja auch so sein, dass es so aussieht, als ob ich wenig mache. Also bist du nur Beifahrer bei meinem? Nein, das stimmt nicht. Das war jetzt aber hier, das war nicht meine Frage, ne? Der Silke ist ja schon frech, naja. Wir müssen ja schon mal auf den Zahn. Nein, ich würde nicht sagen, dass ich Beifahrer bin, aber ich meine, das Idealbild ist ja dann auch so, wie bei Sync und Cosmo, es aussieht, als ob der Reiter nichts macht, also fast keine Hilfen gibt. Aber ich würde sagen, dass die Daisy ist halt ein bisschen zurückhaltender, also die, die glänzt durch ihre Feinheit, durch ihre Sensibilität. Yeah. Okay. Und die Geisha ist mehr so von wegen, so jetzt kämpfen wir. Achtung, ich komme. Ja, richtig. Okay. Sönke, dich nach dem Lieblingspferd zu fragen, ich meine, Cosmo ist sicher ein Raketensportler und alles, heißt ja aber gar nicht unbedingt, dass es auch dein Lieblingspferd ist. Du hast ja auch noch andere, die du reitest. Ja, aber ich muss schon sagen, dass Cosmo doch schon die Position des Lieblingspferdes angenommen hat. Ich denke, dass ich höchstwahrscheinlich in meinem Leben nie wieder so ein Pferd wie Cosmo bekommen werde, weil solche Pferde werden nicht alle Jahre geboren. Und ja, von daher ist es schon was ganz, ganz Besonderes, so ein Pferd überhaupt mal reiten zu dürfen. Und von daher geht auch der Dank auch noch an Ralf und Marga Westhoff, dass die uns so unterstützt haben und auch an Cosmo glauben und den Weg mit uns gehen wollen. Und das ist natürlich schön, dass man solche Leute im Team dann auch hat. Na, ich glaube, denen geht das Herz auch auf, wenn ihr da durch... Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Jetzt sitzen wir hier so, wir reden. Stimmt das? Also auf du bist ja eine fleißige Instagrammerin, Sammy. Da stehen die Zahlen, die ich heute mir noch mal angesehen habe. 11, 6 und 1. 11 mal EM Gold? Ja. 6 mal Silber? Ist ja schon eigentlich vollkommen wahnsinnig, ne? Das ist ja eine ganz besondere Art des Lebens, auch durch den Pferdesport. Jetzt kommt hier diese Frage, die ich sehr witzig finde, weil man sie in alle Richtungen interpretieren kann. Die Frage nämlich, wie viel Glitzer hat dein Pferdeleben? Wie würdest du die beantworten? Also die Frage ist sehr gut. Ich würde sagen, erstmal, dass mein Pferdeleben voll ist mit Glitzer. Also es fängt schon bei unseren Sponsoren, würde ich sagen, die unterstützen das bei mir völlig. Es fängt an beim Helm, geht bis zu den Stiefeln. Also überall ist bei mir, sage ich mal, im Outfit Glitzer. Die Pferde glitzern auch überall, wo es geht. Aber ich weiß nicht, ob die Kamera das kriegt, aber auch heute wird geglitzert. Von Kopf bis Fuß, hätte ich fast gesagt. Genau, also das ist schon, bei mir ist das Pferdeleben halt voll mit Glitzer, weil ich finde, es muss auch schön aussehen, wenn ich da reinreite. Aber Glitzer ist ja nicht gleich schön, also ich finde... Oh. Ja, für Jungs vielleicht nicht, aber für mich persönlich finde ich es schon schön. Wenn wir jetzt mal die andere Art des Glitzerns nehmen, Sönke, man kann ja auch, das ist jetzt tatsächlich das Glitzernde an Trense-Sattel, was weiß ich, aber so ein Pferdeleben, glitzernd, kann ja auch heißen, Mensch, du bist so auf schillernden Plätzen, du erlebst 1000 Leute, du bist in Rio bei Olympischen Spielen. Wie viel Glitzer hat dein Leben anders glitzernd? Ja, natürlich haben wir super schöne Momente erlebt, bis jetzt schon auch in meiner Karriere. Aber es ist doch mehr Fleiß und die Arbeit zu Hause, die man vielleicht dann nicht so mitbekommt als Außenstehender. Aber man geht schon durch viele Höhen und Tiefen. Oh, jetzt holt er uns hier aber ganz schön auf den Boden. Ja, ne? Von unserem Glitzer mal wieder. Ja, ist gut. Also, nein, ist gut. Ich bin jetzt auch nicht vielleicht derjenige, der jedes Wochenende auf Turnier fährt, aber
ja, zwischendrin sind natürlich schon immer Sachen, da trainiert man seine Pferde, man versucht sich natürlich immer zu verbessern. Wir kommen selten nach Hause vom Turnier oder eigentlich nie und sagen, okay, das war eine perfekte Runde und jetzt können wir uns darauf ausruhen. Die Konkurrenz schläft nie und man möchte natürlich auch den Anschluss nie verlieren. Deswegen ist man schon immer zu Hause ja, am Weitertrainieren, am Arbeiten. Aber nur deswegen seid ihr auch so gut mit dieser Haltung, oder? Ja, aber es ist der Glitzer ist dann natürlich dieses i-Tüpfelchen oder the cherry on the cake, aber ja, also es ist mehr Arbeit und was dahinter steckt. Und mit dem Hof hier das alles ordentlich und sauber zu behalten, die Pferde fit zu halten, neue Pferde nachzuhaben. Also es steckt schon viel dahinter, aber am Ende wird man dann doch ja, dann belohnt, wenn man solche Momente mitmachen darf, wie miterleben darf, wie Rio, Göteborg oder auch von Hemmingke die Euros und so und oder Preis der Besten, was sie jetzt dafür Erfolge feiern durfte. Dafür macht man es dann. Also nicht nur für die Erfolge, aber auch ja. Aber für mich persönlich ist es auch so, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich dann zum Beispiel mitfahre, mitfliege zum Beispiel nach Rio oder Göteborg oder so, dann ist für mich auch ein Glitzern, weil das ist so ein bisschen so ein Einblick in, was die Top-Klasse von Deutschland, wo die, sag ich mal, oder von der Welt sich alle treffen. Und das ist für mich dann halt auch immer schon wieder, da komme ich immer nach Hause und da habe ich nochmal so eine extra Motivation. Einen Push. Genau, weil ich einfach sage, da will ich auch irgendwann mal hin, da wo Sönke und Cosmo jetzt sind. Und das ist für mich dann schon sehr glitzernd, sage ich mal so, also wenn man das alles sieht. Mal so ganz blöd nebenbei gefragt, hast du auf Cosmo schon mal gesessen? Nee, ich durfte bis jetzt noch nicht. Okay, wir verhandeln nachher ja, mal. Ja, genau. Ja, jetzt kriege ich hier die Frage rein. Das fragt man sich ja natürlich. Wie läuft so eine Woche ab? Du hast uns gerade schon wunderbar geerdet, Sönke, aber du studierst ja auch. Mhm. Okay, du hast dir jetzt ein Jahr Reiten gegönnt, aber das Studium fängt ja auch bald jetzt bei dir an. Sagt uns einmal ganz kurz, wie managt ihr das alles? Willst du anfangen? Gerne. Ja, also wie ein normaler Tag bei mir aussieht, ist eigentlich während der Studienzeit ist, dass ich, je nachdem, ob ich vormittags oder nachmittags Uni habe oder auch ganztags, dann haben die Pferde natürlich frei oder ich reite dann nachmittags, wenn ich vormittags Uni habe und auch andersherum. Ja, und ansonsten ist es halt so, dass ich morgens anfange zu reiten. Was heißt denn morgens? Also ich bin nicht der Erste im Stall, das kann ich gleich sagen, aber ich sitze meistens so 9:30, 10 sitze ich dann auf dem ersten Pferd. Und dann trainiere ich meine Pferde in Ruhe. Das sind immer so 3-4 am Tag? Ja, genau. Ja. Also ich versuche es schon so zu planen, dass nicht immer alle Pferde an einem Tag frei haben, sondern dann teilt sich das so ein bisschen auf. Ja, und ansonsten treffe ich mich auch gerne mit Freunden oder verbringe Zeit mit meiner Freundin. Oder ich reitet die auch? Die ist geritten, aber zurzeit hat sie. Hat dich kennengelernt und hat aufgehört. Das ist ja auch schade. Nee, so war es jetzt nicht. Aber die ist beruflich sehr eingespannt, also von daher. Und ansonsten gebe ich dann auch Unterricht oder Lehrgänge oder sonst was. Also ich kriege den Tag schon rum. Das glaube ich wohl. Sammy, das wird ja jetzt eine Umstellung, oder? Ein Jahr nur geritten und dann geht's jetzt wieder los. Hast du da so ein bisschen Bauchweh bei dem Gedanken? Eigentlich freue ich mich auch drauf. Also weil klar, das ist natürlich immer toll, den ganzen Tag mit den Pferden verbringen zu können. Aber ich finde auch, es wird langsam schwer, gell? Hier so mit dem Arm, oder geht's? Ich glaub, richtig. Das auch halt später irgendwann mal leisten können, den Pferdesport. Und dann ist es wichtig, dass man halt auch etwas lernt oder etwas macht. Und deswegen freue ich mich auch auf diesen neuen Abschnitt in meinem Leben. Ja, aber jetzt sind wir natürlich neugierig. Was machst du? Womit geht's los dann? Genau, also ich bewerbe mich jetzt im Wintersemester für ein Psychologiestudium hier in der Nähe, damit ich dann natürlich auch weiter reiten kann und trainieren kann. Du bist schon ein bisschen weiter. Erzähl uns kurz deinen Stand beruflich. Beruflich, also studiere auch also noch. Also studiere? Ja, also ich habe meinen Bachelor in International Business Administration gemacht und studiere auch gleichzeitig jetzt oder mache jetzt im Anschluss meinen Master in Management und da stehen jetzt auch noch ein Auslandssemester aus, aber das kann man gut kombinieren, also da ist es jetzt nicht so, so intensiv, dass ich die Pferde mitnehmen muss, also ich kann für die Vorlesung dann hin und her fahren hoffentlich. Ja. Auslandssemester, wo machst du das dann? Wahrscheinlich in Brüssel. Oh gut, das ist ja nicht so ganz weit. Ja. Beim Training hier, ich meine klar, ihr habt eine Mutter, die Olympia geritten ist, ihr habt einen Vater, der Olympia geritten ist, das die euch hier unterstützen, ist klar.
Macht es hauptsächlich, glaube ich, eure Mutter täglich? Oder wer ist mehr so der, der euch beim täglichen Training unterstützt? Und wie oft kommen denn zum Beispiel auch die Bundestrainer hier vorbei? Also bei mir ist das jetzt zum Beispiel so, vor so wichtigen Turnieren sitzen immer beide hier in der Ecke, da wo wir gerade sitzen. Oh, okay. Und das ist natürlich immer ganz toll, weil die von zwei ganz unterschiedlichen Aspekten, sag ich mal, drauf gucken. Ja, aber das ist ja auch schlecht, ne? Wenn der eine sagt rechts und der nächste links. Nicht in dem Sinne, aber ich meine, Papa ist ja auch Richter. Mhm. Und daher achtet er auch darauf, wie muss es im Endeffekt aussehen. Weil manchmal hat man ein tolles Gefühl, mhm, und dann sagt man, naja, aber für die Prüfung muss noch ein bisschen höher oder mhm, muss noch ein bisschen versammelter oder was weiß ich. Und er ist dann schon so kritisch und sagt, wie es dann halt auch der Richter im Endeffekt sehen will. Und Mama achtet mehr darauf, dass es dann richtig durchlässig ist und dass wir wirklich, okay, halt die Pünktchen ergänzen auf das sich I setzen. Genau. Mhm. Und durch diese zwei Aspekte, sag ich mal, ergänzt sich das super und ja, das klappt gut für mich. Ja. Bei mir ist es so, dass, also bei mir möchten meine Eltern, glaube ich, beide Cosmo am liebsten jeden Tag sehen, also versuchen beide auch immer in der Ecke zu sitzen und Cosmo zuzuschauen. Aber ansonsten ist es halt so, dass eigentlich beide oder mal ist mein Vater, mal meine Mutter, so wie es halt passt, in der Halle und gucken und sagen dann halt auch was, ja. Aber das ist ja eigentlich natürlich die Luxusvariante. Wenn man jetzt zwei Eltern hat, die das auch noch so verschieden, von verschiedenen Perspektiven, das ist natürlich ja Oberspitze. Ja, ist auch so, also viele sagen ja, wie kannst du das, wenn du dann auf einem Turnier hast, du deine Vater, Mutter und dann eventuell noch Johnny oder Monika, die dann stehen, dann sitzen ja oder stehen da eigentlich drei, vier Leute, die dann was sagen. Aber also alle, die in der Ecke stehen und mir Tipps geben, eigentlich weiß ja jeder auf dem Niveau, wie es aussehen sollte und mhm, eigentlich meint ja jeder mehr oder weniger das Gleiche. Es ist ja mehr, wie man es rüberbringt und wie es mhm, dann beim Pferd ankommt. Von daher ist es dann manchmal so, dass dann unterschiedliche Lösungswege kommen und dann suche ich mir eins aus und wenn es dann klappt, dann passt es dann. Und deswegen ist es für mich schon eine Bereicherung, wenn ich dann mehrere Leute da stehen habe. Es muss natürlich, einer muss natürlich das Zepter in der Hand haben oder das Mikro in der Hand dann, und dann ja auch was dazu sagen und das mir dann auch weitergeben, aber also für mich ist es nicht belastend, weil dann oft diese Frage kommt, wie hältst du es aus, dass dann drei Leute gleichzeitig reden oder sonst was. Ja, und wie oft kommen die Bundestrainer, zum Beispiel jetzt während Wiesbaden, wenn es dann passt, dann kommt der Johnny mal rübergefahren oder die Monika, so wie es weniger da, weil wir dann auch natürlich den Cosmo ein bisschen runtergefahren haben. Ja, ja. Und jetzt vor Balve kommt Johnny nochmal vorbei und ja. Weißt du was jetzt? Hoffentlich plaudere ich nicht was aus, aber dein Vater hat mir vor vielen Jahren schon mal erzählt, dem Sönke braucht man gar nicht viel sagen, der macht das sowieso so, wie er es fühlt. Das ist so keiner, der entscheidet das da oben selbst. Ja. Ist das so? Ja, ist schon so. Also mich, ja, keine Ahnung. Also ich versuche schon viel vom Gefühl aus zu machen. Ich glaube auch nicht, dass man jemandem das Reiten beibringen kann, wenn man sich die Skala der Ausbildung nur durchliest und man hier auf dem Pferd gesessen und sich einfach Bücher durchliest. Kann man noch so viele Bücher durchlesen? Ich behaupte, dann kann man sich nicht auf ein Pferd draufsetzen und dann eine Endlosruhe durchreiten. Man muss es schon gefühlt haben und man muss wirklich von Pferd zu Pferd auch mal vielleicht selber an seinen Hilfen arbeiten. Da kann man noch so viele Grand Prix geritten sein. Vielleicht versteht das andere Pferd das so ein bisschen besser oder der mag es nicht, wenn dein Bein so weit zurückgeht. Mhm. Und dann musst du das Bein nicht so zurücklegen, weil sonst wird der bockig am Bein oder sonst was. Ich finde, man muss da schon von Pferd zu Pferd drauf eingehen. Ich glaube, du wärst ein guter Kandidat für so ein Finale mit Pferdewechsel. Das habe ich noch nie gemacht. Das wäre bestimmt mal sehr witzig. Ja. Aber ihr wechselt ja auch immer mal, oder? Also jetzt nicht täglich natürlich, aber... Es kommt mal vor, aber es ist jetzt nicht die Regel, also eher die Ausnahme. Aber es ist schon spannend, weil oft, finde ich, oder wenn man mal Pferde ausprobiert, dann sieht es oft anders aus, als wie es sich anfühlt. Mhm. Und von daher ist es schon immer spannend und auch, denke ich, reiterlich entwickelt man sich weiter, wenn man viele verschiedene Pferde reitet und auch in verschiedenen Ausbildungsständen. Ja. Da sind wir wieder beim schönen Thema. Du hast nämlich jetzt dieses Jahr nicht nur Tryon als Ziel, sondern auch noch die WM der jungen Dressurpferde. Das also ist ja auch hochspannend, oder? Die WM der jungen Dressurpferde ist jetzt nicht mein Ziel mit dem Pferd. Also das Ziel ist, dass dieses Pferd irgendwann hoffentlich mal Grand Prix geht. Und wenn dann... wenn dann für dieses Jahr die WM, wenn das reinpassen würde, also da müssen wir jetzt erstmal in Ruhe anfangen. Die muss jetzt erstmal ein Turnier gehen, gucken, wie gut das läuft. Ich bin nach wie vor sehr von diesem Pferd überzeugt.
Aber ich will da jetzt keinen Druck aufbauen auf dieses Pferd. Sie ist erst 5. Cosmo lief auch nie junge Pferdeprüfungen mit uns. Und der läuft am Ende trotzdem seine super Runden im Grand Prix-Weg. Ich denke nicht, dass das zwingend notwendig ist. Natürlich ist es schön, damit so ein junges Pferd auch mal so eine Kulisse sieht und sich da auch dann ja, heimisch fühlt. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Aber wir machen in Ruhe weiter. Und wenn es passt, dann passt. Und wenn nicht, dann nicht. Sammy, du hast jetzt deine 2 Stuten, natürlich, klar, die 2 Damen, aber du hast auch jetzt noch was Jüngeres hinterher, nämlich Foreign Affair. Ja. Erzähl uns mal ganz kurz, das Pferd hat ja schon mal einmal richtig für Wallung gesorgt da in Hagen und war eigentlich für Sannecke, jetzt sitzt du drauf. Wie ist das gekommen? Ja, richtig. Also Foreign Affair ist eigentlich für Sannecke gewesen, aber da sie natürlich, wie wir jetzt heute Abend auch merken, natürlich viel mit dem Job zu tun hat, und dann nur die Möglichkeit hat, vor der Arbeit zu reiten. Da steht die schon um 6 Uhr morgens auf, um dann ihr Pferd zu reiten. Die war, glaube ich, schon immer so eine Frühaufsteherin. Ja. Ne? Und dann ist es natürlich für sie auch schwierig, besonders wenn die Pferde noch so jung sind, halt 2 Stück dann auf dem Niveau denen was beizubringen, dass die halt weiterkommen. Und dann es ist natürlich auch so, wenn man weiß das selbst, oder ich merke das, wenn ich gestresst bin oder danach noch einen Termin habe und man will sein Pferd in Ruhe arbeiten, dann klappt es auch nicht. Ja. Man muss schon in Ruhe aufs Pferd draufgehen und nicht dann unter Zeitdruck sein, dass man dann fertig wird. Und wenn man dann vor der Arbeit dann 2 Pferde arbeiten möchte und es dauert mal mit beiden ein bisschen länger oder anstatt eine halbe Stunde sitzt man dann 40 Minuten drauf, kommst du zu spät zur Arbeit, dann ist dein Training versaut und dein Tag im Beruf ist auch versaut. Deswegen hat sie dann auch selbst entschieden, dass sie sich lieber jetzt nur mal auf den St. Anton konzentriert und ja. So, und jetzt habe ich ja, ich durfte schon einmal durch den Stall gehen, was natürlich einfach total schön war. Und dann steht da so ein Pferd, das ist erst 2 und das hat der Sönke ersteigert und da wird man schon wieder nervös. Sönke. Ja, also es das, was einen nervös macht, ist das Strahlen in den Augen, wenn er da vor diesem Springpferd steht. Ja, also wie auch schon davor schon erwähnt, also mich begeistern einfach Pferde und das kann jetzt ein super Springpferd, super Dressurpferd sein. Wir haben auch noch einige Springpferde oder ein paar, auch Kadur unter anderem bei Taike Carsten, die war jetzt auch am Wochenende, lief alle Tage 0 und war Vierter bei den jungen Reitern, auch noch eine junge Stute. Und wenn ich mal wieder Zeit habe mehr, also wenn mein Studium abgeschlossen ist, möchte ich nicht ausschließen, dass ich auch mal wieder in den Springsattel steige. Dafür macht es mir einfach viel zu viel Spaß. Mhm. Ob ich das, in der Dressur läuft es einfach super momentan. Das macht mir auch tierischen Spaß. Ich finde, wenn man gute Pferde hat, die mitarbeiten und die es für einen machen wollen, dann macht Springen und Dressur macht beides Spaß. Und dann finde ich, sollte man das eine dem anderen auch nicht vorziehen oder aufgeben. Hat denn dein Vater eine Lösung gefunden? Ich weiß noch, als du damals angefangen hast zu springen, sagt er, ich kann doch nicht jeden Tag die Stangen da aufbauen, abbauen. Er wollte irgendein System finden, entweder versenken oder nach oben unter das Hallendach. Gibt es da schon eine Lösung oder arbeitet ihr noch dran? Ach, also wir haben jetzt einen Stangenanhänger, wo die Stangen draufstehen und die Seitenständer. Und dann kann man einfach mit dem Traktor die rein- und rausfahren. Also da gibt es keine Ausrede? Nee, da gibt es keine Ausrede. Nee. Sehr gut. So, jetzt sitzen wir hier so schön in der Ecke. Was würdet ihr denn jetzt machen, wenn wir nicht da wären? Was seid ihr für Typen? Was macht ihr abends? Eher so die noch mal in die Muckibude gehen? Also ich meine, gut, heute ist es unsere besondere. Oder, oder eher gemütlich? Also ich ich ziehe es vor, dass man früh Abend, also zu Abend ist. Was heißt denn früh? So um 6:30 ungefähr, zusammen mit der Familie. Und am Wochenende gucken wir meistens alle zusammen nochmal einen Film abends oder so. Und dann auch früh ins Bett, damit wir morgens wieder früh aufstehen können zum Trainieren, damit der Tag wieder früh anfängt. Also sprich, du fängst nicht wie Sönke erst 9:30, sondern wann fängst du so an? Ich bin davor dran. Also, ich bin so um 8 im Stall und dann habe ich meine 2 Stuten. Sönke, du bist dann der Abendsdraufgänger? Nicht unbedingt. Also ich gehe schon mal gerne abends weg mit Freunden oder mit der Freundin was essen oder in eine Bar oder sonst was. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jeden Abend weg bin. Ich genieße es auch mal einfach in Ruhe zu Hause zu sein, Fernsehen zu gucken und einfach den Abend so ausklingen zu lassen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag los möchte und
meistens leidet dann auch der zweite Tag, also der Tag danach runter. Da ist man eigentlich dann 2 Tage ausgeschaltet. Also von daher, ich gehe schon gerne mal weg und vor allem auf Turnier, auf so eine Reiterparty, wenn ich jetzt nicht am nächsten Tag früh dran bin oder reiten muss. Da sieht man doch die Dressurreiter fast nie. Komm. Ja, das ist ein Gerücht. Damit räumen wir auf. Genau, nee, aber wenn ich natürlich, das Wichtigste, ich fahre aufs Turnier nicht um zu feiern, sondern um sportlich erfolgreich zu sein oder sportlich aktiv zu sein. Von daher ist das natürlich Prio 1, aber wenn es passt und wenn ich am nächsten Tag jetzt nicht dran bin oder wenn die Pferde, dann kann man auch gemütlich abends mit Freunden sich unterhalten und ja, einfach. Ja. Deswegen kommt er auch immer gerne mit auf die Jugendturniere bei mir, zum Beispiel Hagen Future Champions. Da ist mehr los. Genau, da kann er dann feiern gehen und muss nicht reiten am nächsten Tag. Ja, wenn man mal nicht reiten muss, und dann kann man natürlich auch ein bisschen. Ah, passen. Ich habe dich in Wiesbaden gesehen, jetzt weiß ich warum. So, Sönke, jetzt haben wir ja bald Weltmeisterschaft, ne? Also ich meine jetzt nicht tryen übrigens, ich meine jetzt mal die Fußball-Weltmeisterschaft. Und ihr habt ja niederländische Wurzeln auch. Dieses Jahr ist es einfach? Ja, weil die Niederländer sich nicht qualifiziert haben. Ach so. Oh, guck mal, da sieht man, ich wollte dich jetzt gerade so schön in die Enge treiben, aber da hätte ich mich ja doch fußballtechnisch nochmal vorbereiten müssen. Für Deutschland. Okay. Aber du gestehst sonst... Normalerweise doch eher für die Niederländer, wenn es um Fußball geht. Aber der Nebensatz war wichtig. Der Nebensatz war verdammt wichtig, ja. Wenn es um Fußball geht, genau. Aber die lassen stark nach in letzter Zeit und von daher tendiere ich jetzt schon Richtung Deutschland und drücke den Deutschen natürlich die Daumen. Dass man schwenkt das Fähnchen mit dem Erfolg. Ja, das ist einfach. Nicht unbedingt. Aber wenn man die doppelte Staatsangehörigkeit hat, ist es natürlich einfacher. Ist man flexibler. Meistens hatten wir bis jetzt immer 2 Eisen im Feuer und dann konnte man Erfolg feiern. Aber dieses Jahr ist es nicht so einfach. Also der Druck wächst, dass die deutsche Nationalelf da gut Fußball spielt in Russland. Okay. Jetzt, wo wir gerade bei ehemaligen oder nicht mehr ganz so aktiven Sportlern, ihr habt hier links einen kleinen Stall, der ist wahnsinnig süß. Sammy, erzähl uns mal kurz, wer da drin steht. Also da drin ist unsere Rentner-Gang, so nennen wir die, das sind unsere 3 alten Ponys. Da steht Konrad, der ja auch sehr erfolgreich war mit Zanneke. Und der ist wie alt? Der ist jetzt, der ist 1990 geboren. Genau, und dann haben wir da den Domino stehen, der mit mir meine allererste Euro gegangen ist, als ich 11 war in Polen. Und den Dino P, der auch mit Sunny FII gelaufen ist. Also wer mal bei euch wirklich so ein Erfolgsträger, Familienmitglied, übertreibe ich jetzt? Nee, auf jeden Fall. Der bleibt? Ja. Was machen die 3 den ganzen Tag? Die 3, die genießen, also die gehen dann morgens, werden die schön eingepackt mit Fliegenmaske und alles und dann gehen die raus auf ihr Paddock und dann genießen die da ihr altes Leben und dann, ja. Werden ein bisschen umtüttelt. Genau, ja. Gibt es denn sowas, also fast jeder Reiter hat das, glaube ich, vor einem ganz wichtigen Start. Ich weiß, dass Zanneke früher, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, die ist immer noch mal zu Fuß die Prüfungen ab. Ja. Das macht ihr auch heute noch? Ja. Also das kommt eigentlich daher, dass Josef Neckermann, bei dem auch meine Eltern früher trainiert haben, der war ja gleichzeitig auch auf dem Neuhof damals, als meine Eltern dort ihre Pferde stehen hatten. Und der ist auch die Prüfung abgelaufen oder zumindest auch mental Lektion zu Lektion durchgegangen. Und ich merke einfach, dass ich dadurch vielleicht auch noch schneller reagieren kann in der Prüfung, wenn mal was schief geht oder weil man einfach schon alle Eventualitäten einmal durchgespielt hat und dann einfach noch schneller reagieren kann. Das ist genauso wie zum Beispiel ein Hochspringer läuft auch 3-mal die Linie ab und ja, ich denke einfach, es hilft bei mir. Ja. Also du läufst nicht nur, also gedanklich nehme ich an, oder läufst du, also Sanneke weiß ich nämlich, die ist wirklich da lang gelaufen, war vollkommen versunken, also ganz in dieser Welt drin. Es geht mehr darum, das ganze gedankliche Szenario sich so vorzuhalten, dass man dort einreitet. Genau, und wir machen es auch so, also wir laufen es auch so ab, wie wir es im Kopf her haben, wie das Viereck steht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, der Richter ist da, dann machen wir das nicht spiegelverkehrt. Okay. Also auch in die gleiche Himmelsrichtung. Genau. So. Okay. Also wir machen es schon so, dass wir dann... Weil da gibt es auch eine bekannte Geschichte. Ich bin erstmal Kür geritten in Saumur. Da war ich 12 war ich.
Und dann habe ich auf einmal zum Schluss zu den Zuschauern gegrüßt. Also ja, das war auch, hat für Furore gesorgt, weil man wusste nicht, wie man damit umgehen sollte. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Was hast du gemacht? Einmal rum, nee, und nochmal? Ich habe nicht dran gedacht. Ich hatte, habe zu den Zuschauern gegrüßt und damals saß dann der Rosendahl bei den Zuschauern, der hat auch zurückgegrüßt, aber ich wusste natürlich nicht, was los war. Ich bin einfach so konzentriert bei der Tür durchgeritten und dann auf einmal habe ich irgendwie eine halbe Wolte vergessen oder sonst was. Und dann war ich auf einmal, stand ich zur anderen Seite. Ja. Und wie ist die Bewertung ausgefallen? Haben Sie nicht das so übel gut genommen? Ja, nee, wir haben erst so diskutiert, ob man nicht jetzt diskutieren muss, ob es wirklich drinsteht in den Richtlinien, dass man zu den Richtern grüßen muss. Ob man nicht disqualifizieren genau, muss, oder? Ob man einfach nur bei X stehen muss und grüßen muss. Das war da nicht geklärt und ja, ich habe nicht gut abgeschnitten dort, aber es war eine Erfahrung wert. Na, das glaube ich auf jeden Fall. Also wenn wir zu Gast bei sind, dann ist es schon Tradition fast ein bisschen. Es ist jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Wir machen das heute zum dritten Mal. Aber wir machen immer ein Speed-Interview danach. Heißt, ich frage eine Frage. Ich meine, wir sind jetzt zum ersten Mal mehrere und möchte natürlich gerne von jedem von euch eine möglichst schnelle Antwort. Genau. Und mal fängt der eine an und mal der andere, okay? Ja. Ladies first, erst fährt Sammy an. Also, lieber 35 Grad plus oder 5 Grad minus? 5 Grad minus. 35 Grad plus. Nutella-Brot? Zum Reiten war das jetzt, oder? Nö, insgesamt, im Leben, im wahren Leben. Zum Reiten 5 Grad minus, aber sonst 35 Grad plus. Nutella-Brot oder Fitness-Müsli? Nutella-Brot. Nutella-Brot. Ihr seid ja ehrlich. Actionfilm oder total Schnulze? Schnulze wahrscheinlich. Actionfilm. Okay. Tattoo oder Piercing? Oh. Ich würde sagen, dann eher das Tattoo. Sprachlos, keine auch Ahnung. Schön. Warte, jetzt musst du anfangen. Pumps oder Turnschuhe? Turnschuhe. Ach ja. Turnschuhe. Live-Interview mit Clip My Horse oder eine super coole Party? Jetzt ist die einzige Frage, auf die man falsch antworten kann. Live-Video mit Clip My Horse? Ja, Sammy hat's gemacht. Ihr zwei, vielen, vielen Dank. Es war natürlich jetzt super, super schade, dass Sanneke nicht dabei war. Von uns einfach an dieser Stelle ein Gruß. Schade, dass sie arbeiten musste. Frohes Schaffen. Genau, frohes Schaffen. Wir freuen uns sehr, dass so viele von euch dabei waren. Ich habe hier nämlich einen Spickzettel gekriegt, der sagt, teilweise 500 und steigen Zuschauer mehr. Das freut uns. Also wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und dann hoffe ich, wir dürfen auf jeden Fall mal wiederkommen. Ja, gerne. Ja. Vielen Dank euch, an euch alle. Vielen Dank Danke an euch. Zuschauen. Und noch einen Danke. Schönen Abend. So, ja. Dürfen wir uns jetzt wieder bewegen? Man weiß es. Ja, doch jetzt.